Mit diesem neuen Logo auf der Brust geht der TVB Stuttgart in der kommenden Saison ins Rennen. Dann wird auch das Team von Jürgen Schweikert ein ziemlich neues Gesicht haben. Die Altersstruktur wird sich ändern, der TVB wird deutlich jünger. Dafür steht dann auch der 22-jährige Spielmacher Max Häfner, der seit 2017 beim TVB spielt und zuletzt in der Liga stark auftrumpfte. Jetzt hat Häfner seinen Vertrag vorzeitig bis 2022 verlängert. Ich fühle mich hier im Verein super wohl, ich verstehe mich mit den Leuten gut. Ich wurde jetzt in letzter Zeit relativ viel eingesetzt, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir können hier viel erreichen und da möchte ich auf jeden Fall mitwirken. Und noch ein 22-Jähriger wird die Wild Boys verstärken. Rechtsaußen Tim Roman Wieling kommt vom Zweitligisten TSV Bayer Dormagen. Dort hat er in der laufenden Saison bereits 203 Tore erzielt und ist damit aktuell der zweitbeste Schütze der Liga. Er soll zusammen mit dem 21-jährigen Sascha Pfadteicher die junge, wilde, rechte Außenbahn beackern. Das ist einfach ein guter Zeitpunkt, auch für mich als junger Spieler, mit mehreren jungen Spielern zusammen können wir da, glaube ich, viel erreichen. Was Cheftrainer und Geschäftsführer Jürgen Schweikert zu den beiden Personalien und dem neuen Logo sagt, das erfahren Sie auf unserer Website und auf der Regio TV Facebook-Seite.